noch so ein vermessener Wicht, der sich auf meinen Felsen traut. Ihr kleinen Menschen. So mutig, doch so zerbrechlich. Ich werde dir die Eingeweide herausreißen und dich an die Ratten verfüttern. Nicht so schnell. Ich trage das Auge Enos bei mir. Du wirst mir gehorchen und mir meine Fragen beantworten. Stell deine Fragen. Wer bist du? Ich heiße Pedrakan und ich werde dir ganz langsam das Fell abziehen, wenn ich dich zu fassen kriege. Wer von euch Drachen ist der Stärkste? Unsere Macht beziehen wir aus den Elementen dieser Welt. Ihre Hierarchie ist klar und einfach. Aus weicher Erde geformtes Land spendet Leben für alle Kreaturen unter der Sonne. Doch verschlingt es dich mit Haut und Haaren, wenn man ihm zu nahe kommt. Mit Stolz erhebt sich der Fels, der lieber bricht, als jemals nachzugeben, und begräbt so die Unachtsamen unter sich. Und doch bietet er den besten Schutz vor den Gezeiten. Der Funke des Lebens lebt in den tiefen Feuern dieser Erde, und doch verbrennt das Feuer alles in einem Atemzug und hinterlässt nicht mehr als Asche. Alle unsere Elemente erhalten und zerstören. Nur im zu harten Guss erstarrten Wasser wird alles zur ewig verweilenden Salzsäule, wo kaum Leben möglich ist. In welchem Auftrag handelt ihr? Wer hat euch hierher entsandt? Über unser aller Heil und Wohl steht der Meister mit seinem Wort der Macht. Bald wird sich ihm niemand mehr entziehen können. Aus dem Reich der Toten langt sein Arm schon sehr weit. Die Geister der Nacht versammeln sich in freudiger Erwartung seiner Ankunft. Er wird über euch Menschen kommen und die Welt beherrschen. In seinem Schatten sind wir nicht mehr als Beiwerk seiner schöpferischen Kraft. Der Meister wird kommen, eure geplagten Leiber wieder aus der Asche zu erheben, um mit ihnen das Geschick der Erde neu zu richten. Genug der Worte. Deine kurzweilige Macht ist dahin. Das Auge ist kraftlos. Jetzt wirst du sterben. Genug der Worte. Taten warten. Wo war das her? Ich weiß es nicht. Und warum macht das dem... Boah, das macht ihm überhaupt keinen Schaden. Macht das ihm Schaden? Nicht wirklich. Und er erholt sich verdammt schnell. Oh mein Gott, wie soll ich den alleine schaffen? Nun, vielleicht damit? Nein. Okay. Angst, Feuerpfeil, was habe ich denn hier noch Feines? Heiliges Licht. Funktioniert denn heiliges Licht? Nein, Blödsinn, heiliges Licht macht einfach nur Licht. Teleport, 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 Kugelblitz, Kugelblitz. Maximaler Schaden 120, während der Blitzschlag 150 macht. Also wenn der Blitzschlag nicht durchkommt, kommt der maximale Kugelblitz auch nicht durch. Ein großer Feuerball könnte funktionieren, der immerhin 300 Schaden macht. Feuerregen macht 500. Untote vernichten. Aber ist er untot? Ist der Drache untot? Ich weiß es nicht. Ich probier's mal aus. Nee, ist er nicht. Mist. Okay, dann, was haben wir da noch? Das kannst du alles knicken. Mittlere Wunden heilen. Großer Feuersturm? Großer Feuerball. Ach so, ja klar, der Ball trifft nur einen, der Sturm trifft. Flächendeckend. Windfaust 200, okay. Dann würde ich mal mit dem Stärksten anfangen. Nämlich dem Feuerregen. Wie viel Mana braucht das? Oh, 5. Nur. Cool. Wow. Das haut schon übel rein. Das heißt, wenn ich jetzt noch einen großen Feuerball hinterher werfe... reicht das nicht. Und leider hält er sich so schnell,
Oh mein Gott, heilt der sich schnell. Wie zum Henker? Soll ich den besiegen? So allein und auf mich gestellt. Ich weiß, was ich tun muss. Ich weiß, was ich tun muss. Ihr habt's gesehen, der Feuersturm macht ihm Schaden. Ich muss ihn zweimal zaubern. Ich habe ihn aber nur einmal. Das heißt, ich brauche den als Rune. Und da ich ihn als Rune brauche, muss ich die auch behalten. Die Spruchrolle. Tja, ist ja witzig, dass er hier überhaupt nichts dagegen hat, wenn ich hier alles einsammle. Also, ab zur Burg. Ich habe was zu erledigen. Nämlich muss ich den Feuerregen als Zauber lernen. Und ich fürchte mal, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht. Ich will mal schauen, ob ich das überhaupt machen kann. Oh mein Gott. Das war doch schon vorher klar. Sagt die Uhr? 11.33 Uhr. Komm, bis Mittag. Dann zum Pass. Und dann gehe ich mal ins Kloster und will mal schauen, welchen Kreis ich denn brauche für den großen Feuersturm. Puh. Das Problem ist halt, diese ganzen Drachen, die haben halt so eine riesige Magieresistenz. Ich habe keine Ahnung, wie ich die sonst besiegen soll. Ich habe immer gegen den Steingolem gekämpft, ganz am Anfang, mit so einer Hammerwaffe. Die hätte ich vielleicht mal... Habe ich so eine überhaupt? Habe ich denn eine Hammerwaffe? So eine richtig schöne, stumpfe Hiebwaffe? Ich glaube nämlich nicht. Zumindest keine, die ich tragen kann, oder? Nee, nicht wirklich. Muss ich mal gucken, ob ich im Kloster was finde. Apropos Kloster. Ich brauche die Teleportrune zum Kloster. So. Milton, was kannst du mir in der Nähe blödsinn? Nee, doch. Ich will neue Zauber lernen. Ich will neue Zauber lernen. Feuerball, Windfaust. Okay. Ich habe 6 Lernpunkte. Das wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Also fürchte ich, ich muss noch ein bisschen leveln. Mal wieder. So, aber jetzt werde ich erstmal schauen, welchen Kreis ich überhaupt brauche. Der 6. Kreis. Feuerregen. Ach Mist. Was für ein Zauber war das? Ja, es war Feuerregen. Dafür brauche ich den 6. Kreis. Ich bin im 4. Kreis. Hey, du. Ich denke mal... Ich will den 5. Kreis der Magie lernen. Die Zeit ist noch nicht reif dafür. Aha. Ach, verdammt. Zeig mir deine Ware. Hast du vielleicht dann noch einen Feuerregen? Weil wenn es 3 davon gibt, dann könnte ich ja einfach wieder laden und den einfach 2-mal machen. Und dann den dritten... die dritte Rolle hier einfach wieder kaufen. Ich hätte das nicht gedacht. Um die Rune nachher zu erstellen. Er selbst ist dann nicht darauf gekommen. Die Frage ist halt auch, brauche ich denn die Rune? Beim Feuer kriege ich beim Feuer beim Eisdrachen denn dann Unterstützung? Denn dann brauche ich die Rune gar nicht. Ich brauche ein paar Dinge. Schauen wir mal, was du hier so hast. Wie sieht denn der Feuerregen aus? Der sieht so aus. Hier, Feuerregen. Okay, es gibt 4-mal Feuerregen im Spiel. Das heißt, ich kann hier jetzt tatsächlich ganz gemütlich zurückgehen. Alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Nichts passiert. Ich kann guter Dinge hier zurückgehen. Problemlos. Leg mal eben diese Rune hier ab. Schnapp mir dafür diesen Zauber. Und wenn ich schon dabei bin, das Auge Innos. So, und dann... Der Zauber braucht 5 Mana. Ich habe 125, das ist gar kein Problem. Das heißt, ich kann jetzt gemütlich ihn mit 2 Feuerregen töten und trotzdem nachher noch die Rune erstellen. Sehr schön.
Hui! Noch so ein. Ich dachte schon, das würde knapp werden. So, ich muss jetzt noch hier eben mal die Dialoge durchgehen. Und dann geht's auch schon los. Genug der Worte. Und die Nummer 1. Was? Warum macht das so wenig Schaden? Und die Nummer 2. Oh mein Gott, macht das wenig Schaden. Warum? Nein! Verdammte Axt! Es ist viel zu wenig. Das hat auch beim letzten Mal über die Hälfte abgezogen. Beim ersten Mal schon. War ich zu nah dran? Hm. Das probiere ich nochmal aus. Das muss doch irgendwie gehen. So, und zuallererst das hier. Und dann sollte ich mir vielleicht, wenn ich schon dabei bin, mal die ganzen Dinger hier wegtun. Was macht denn auch einigermaßen viel Schaden? Also 150 kann ich vergessen. Feuerregen macht immerhin so viel. Was macht noch viel? Ich glaube, das nächste war der Feuerball, der große, der einigermaßen viel gemacht hat. Heiliger Pfeil könnte ich mal versuchen. Ah, nee, der große Feuersturm macht 300. Dann habe ich 2. Und vom... Was ist er denn? Großer Feuerball. Macht 300. Ich könnte mir einen Golem erwecken, der ihn abwimmelt. Oder... Ja, das überlege ich mir auch mal, ob das was bringt. Und Windhose macht... nicht wirklich viel. Windfaust macht 200. Vielleicht ist sie anfällig gegen Wind. Keine Ahnung. Ich speichere jedenfalls nochmal, wenn ich jetzt alles ausgewählt habe. Und dann rede ich nochmal mit ihm und dann... Ja, muss das schon irgendwie klappen, ne? Komm, sprich mich an. So, einmal durch, durch, durch und weg. Genug. So, und damit das Ganze nicht nochmal stattfindet, hau ich hier nochmal eine Runde ab. Dass er mich in Ruhe lässt. Und dann kann ich hier nämlich nochmal speichern. Und dann schauen wir doch mal, ob das diesmal nicht ausreicht. Holy fuck! Was war das denn? Das hat ja überhaupt nicht getroffen. Warte mal, wenn ich schon dabei bin, kann ich ja gleich die anderen Zauber ausprobieren. Heiliger Pfeil mit gar nichts. Großer Feuersturm. Muss ich voll aufladen. So viel ist sicher. Macht immerhin ein bisschen was. Okay. Tja, aber wenn der Feuersturm... Wenn der Feuersturm nicht trifft, genau, Feuersturm, dann kann ich das auch gleich vergessen. Dann hätte ich hier noch den großen Feuerball. Ach, den muss ich auch groß machen. Ach nee, das war der gerade, gell? Nee, Blödsinn, das war doch der gerade, ich Depp. Den habe ich doch gerade ausprobiert. Und ich dachte, ich hätte noch irgendwas da hinten im Petto. Nämlich noch 2 weitere Dinge, die ich auch gleich ausprobieren werde. Ach genau, Golem und Windfaust. Probier ich doch mal die Windfaust, die was bringt. Boah, wie nah muss ich denn da ran? So nah. Macht tatsächlich ein bisschen Schaden. So, Golem, dann greif mal an. Und du machst dem auch nicht wirklich Schaden. Autsch. Autsch. Nee, okay, das klappt nicht. Das bringt alles nichts. Was ich brauche, ist der Feuersturm. Und dann vielleicht eventuell einen kleinen Feuerball hinterher, wenn es gerade knapp nicht reicht. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich sehe. So. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich gerade hier sehe. Und für den Feuerregen... Ah ne, Feuerregen, nicht Feuersturm. Für den Feuerregen muss ich relativ nah rangehen. Genau, 1 und 2. Na, siehst du, geht doch. Warum hat er beim letzten Mal nicht getroffen? Herz eines Felsdrachen. Ha, das war ja einfach. Das war ja total simpel.
Nun gut, ihr wisst, was Sache ist. Die Folge ist schon wieder viel zu lang. Ich werde hier noch offscreen das ganze Zeug wieder einsammeln. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.